Viele von euch haben es schon gemerkt, die Kölonas.com-Seite ist nicht mehr da. Die sieht jetzt momentan so aus, ein paar Kabel, ein paar Leitungen sieht man da. Das hat einen Grund, ich habe die offline genommen, weil die mir nicht so gefallen hat und das eher so eine Hülle war und nicht das ist, was ich damit erreichen wollte mit Kölonas.com. Und die wird auch erstmal offline bleiben, die wird bis 2018 wird die offline bleiben, weil wir bis dahin, ich und ein Kollege zusammen, dann die Seite bauen, die ich machen möchte. Und das spielt alles zusammen mit dem Plan, den ich so habe mit Kölonas. Der Plan hat ein bisschen mit diesem Buch zu tun, The One Thing. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, Bestseller, überall ausgezeichnet worden, super Buch. Bringt einen dazu, über das nachzudenken, was man eigentlich erreichen möchte und wie man Dinge anpackt. Und das ist super. Also ich mag sowas. Und in die Richtung möchte ich meinen Kanal auch in der nächsten Zeit umrichten. Ich möchte mit Kölonas.com auch was erreichen, was in die Richtung geht. Und das, was ich in Ferne sehe oder was ich da machen möchte, ist eine Seite. Kölonas.com wird eine Seite sein, wo man täglich draufgehen kann und Ziele sich setzt. Ich möchte Menschen dazu bringen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Ich möchte neue Blickwinkel für Menschen bereitstellen. Ich möchte motivieren, weil ich habe auch viel gehört, dass ich gut motivieren kann. Wenn das so ist, wäre es cool. Aber ich möchte die Menschen dazu bringen, dass sie ihre Leistung verbessern, dass ihr Leben besser wird, sozusagen. Deswegen wird der Slogan auch Upgrade Your Life in die Richtung sein. Das wird noch entschieden, aber Upgrade Your Life in diese Ebene. Ihr wisst, was ich damit meine. Und das möchte ich in einer Seite bauen. Ich möchte eine Community bauen, auf der man lernen kann, auf der man sich austauschen kann. Und eine Seite, wo man vielleicht auch Sprachen lernen kann. Wenn man Probleme in Mathe hat, kann man da drauf gehen. Wenn man diskutieren möchte über die aktuelle Weltpolitik, solche Sachen, da möchte ich Menschen zusammenbringen und möchte eine Seite haben, wo man eine Community hat, wo man hingehen kann und gleichzeitig auch sich Ziele setzen kann, die einen dann immer wieder daran erinnern, das muss ich oder das mache ich jetzt als nächstes, damit ich meinem großen Ziel vielleicht ein bisschen näher komme. Und da will ich auch meinen Kanal Kölonas hinbringen in die Richtung. Das wollte ich schon länger machen, aber ich habe es nie geschafft, weil ich weiß nicht, ich hatte immer das Thema Klarträume und das war ein sicherer Hafen und da konnte ich immer Videos machen, die kamen gut an, aber ich möchte das eigentlich nicht weiter nur aufs Klarträumen spezialisieren. Das habe ich schon damals ein bisschen versucht, aber das habe ich nie wirklich getan. Und deswegen wird es jetzt in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten, ihr werdet das mitkriegen, wird mein Kanal auch eine andere Schiene einschlagen. Es wird Klarträumen wird es immer noch geben, auf jeden Fall. Es wird ein Teil meines Kanals sein, weil da einfach Kreativität drin ist in diesem Klarträumen. Du kannst machen, was du möchtest. Es kann dir helfen, wenn du Albträume hast, solche Sachen. Natürlich zählt das dann mit in Upgrade Your Life mit rein. Aber es soll nicht der Hauptteil meines Kanals sein, sondern ich möchte Menschen motivieren und möchte Geschichten von euch hören. Ich möchte selber über meine Leidenschaft reden. Ich möchte von anderen Leuten darüber hören, was sie für eine Leidenschaft haben. Das gibt nichts Schöneres, als einem Menschen zuzuhören, der begeistert ist von dem, was er erzählt. Und dahin möchte ich, und das wird 2018, 2019, das wird noch Monate und vielleicht auch Jahre dauern, bis ich dahin komme, wo ich denke, jetzt ist es soweit, das wollte ich erreichen. Und ich weiß, dass viele von euch da nicht mitziehen werden, also viele von euch werden vielleicht sagen, ja, das will ich nicht, ich will nur Klartraum-Videos gucken. Das ist okay, ist zwar schade, wenn ihr geht, ich werde es auch bestimmt merken in meinen Abonnentenzahlen, aber das ist nicht schlimm, guckt euch andere YouTube-Videos an, andere YouTuber, Roman vielleicht oder die Klarträume-Jungs sind jetzt zwar auch nicht mehr aktiv, das ist schade, aber guckt doch mal vielleicht auf deren Kanälen vorbei oder bei anderen Kanälen, die was übers Klarträumen machen. Und vielleicht, wenn ihr nur übers Klarträumen was hören wollt. Ansonsten wäre es cool, wenn ihr bei mir bleiben würdet und vielleicht mal austesten würdet, was ich so für Videos mache und in welche Richtung das geht. Das nächste Video wird auch noch was mit Klarträumen zu tun haben. Gewalt im Klartraum wird noch passieren. Und es werden auch zwischendurch immer wieder Tipps zum Klarträumen kommen, weil das natürlich verdammt viel Spaß macht. Mir macht das verdammt viel Spaß und deswegen will ich auch Videos darüber machen. Nur nicht mehr nur Klartraum-Videos auf meinem Kanal, sondern Kölonas soll somit verbunden werden, so dass du dein Leben besser machst, dass du dein Leben, dein Potenzial ausschöpfst, so in die Richtung. Wie genau, das werdet ihr dann noch sehen, das muss ich auch noch richtig festsetzen. Ich weiß schon, in welche Richtung ich gehen möchte und was ich machen möchte, aber noch nicht richtig präzise. Ja, des Weiteren will ich Livestreams mehr machen, weil ich finde euch klasse. Also die Community, die wir hier zusammen aufgebaut haben, ist super. Also so viele offene Menschen, so viele neugierige Menschen mit so vielen verschiedenen Interessen auch hier in der Community, ist Wahnsinn. Und ich würde gerne mehr Livestreams machen, vielleicht wöchentlich, wenn ich das irgendwann hinkriege, das getaktet zu bekommen. Mit euch zusammen vielleicht Filme gucken, was zusammen zocken, über irgendwas diskutieren, solche Sachen. Da habe ich Bock drauf. Und
ich hoffe, ihr habt vielleicht, ein paar von euch haben vielleicht auch Lust darauf, mit mir zusammen ein bisschen abzuhängen. Und ja, das will ich die nächste Zeit etablieren. Ich war heute, das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, ich habe heute Pinguine gesehen. Ich habe ein Bild, kann ich hier reinmachen. In unserem Tierpark in der Nähe, das war richtig, richtig chillig. Ich liebe Pinguine. Pinguine sind so süß und so coole Tiere. Ich mag sie einfach. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Ich war heute draußen die ganze Zeit in einem Tierpark. War kein schönes Wetter, aber es war trotzdem richtig chillig. Und ja, ich packe jetzt auch mehr Dinge an. Also ich habe mehr Fokus, den hatte ich ein bisschen verloren. Und ich mache jetzt gleich Sport. Mal wieder. Ich habe jetzt die letzten Wochen immer wieder regelmäßig Sport gemacht, weil ich will mehr Masse aufbauen. Ihr seht das vielleicht nicht so in den Videos, aber ich bin sehr dünn und deswegen habe ich im 2017er Video auch schon gesagt, ich kann essen, was ich möchte, aber jetzt geht's langsam los. Ich baue Masse auf und ich merke da Ergebnisse und das macht so Spaß, Ergebnisse zu sehen bei Dingen, wo man die dann endlich mal anpackt. Und das will ich so ein bisschen auch vermitteln in meinem Kanal. Und ja, auch meine Erlebnisse und sowas alles, was ich da so in meinem Leben so, was da so passiert, will ich vielleicht auch mit reinnehmen. Mal sehen, wir werden es alle erleben, wenn ihr meine Videos schaut, wenn ihr noch dabei bleibt. Das war eigentlich das, was ich euch sagen möchte. Kylonas.com wird geändert, kommt dann irgendwann mit einer riesen Community. Das wird verdammt viel Arbeit sein, das zu programmieren, aber das schaffen wir. Und ja, der Kanal wird in die Richtung gehen, euch zu motivieren, euch zu helfen, vielleicht zu lernen, vielleicht neue Ideen, wie ihr ans Lernen rangehen könnt, wie ihr Fokus behalten könnt, wie ihr auf das eine Ding, das eine Wichtige, was ihr euch selbst gesetzt habt, wo wollt ihr hin, was wollt ihr mit eurem Leben erreichen. Wie ihr das erreicht, das würde ich gerne, da würde ich euch gerne dabei helfen und das werden die Videos sein. Und ich hoffe, ihr seid noch dabei, dann im nächsten Video. Das wird was mit Klarträumen zu tun haben, also ihr, bis dahin seid ihr mindestens noch dabei und danach könnt ihr gerne abspringen, wenn ihr Lust habt. Und in den Livestreams, ich werde das ankündigen, wenn ich das mache. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's von mir. Einfach mal kurz ein paar Infos zu der Zukunft von unserer Community, die einfach immer noch wächst und bald die 3000er-Marke knackt. Wahnsinn. Simon Rausch hat 1000 Abonnenten erreicht. Die School of Aeronautics. Wenn ihr was mit Klarträumen haben wollt, ein pures Klarträumen, geht auf die School of Aeronautics von Simon. Perfekter Kanal dafür. Das war's jetzt aber von mir. Ich rede wieder viel zu viel. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hab euch ganz doll lieb. Bleibt klar da draußen. Bis dann. Ciao. It's a necessary evil.